So, ich starte einfach mal die Aufnahme, weil ich bin folgentechnisch wegen gestern einfach schon tot im Bett liegen auf Null bei allem. Deshalb, wir werden jetzt Starfield spielen. Hätte ich gestern gestreamt, hätte ich gesagt, heute können wir Baldur's Gate 3 einfach streamen mit dem neuen Patch, der jetzt endlich auch Akt 3 richtig bearbeitet und vor allen Dingen zu meiner Lieblingsbegleiterin die Beziehungsoption verbessert. Aber mal gucken. Mal gucken, wie lange ich durchhalte, wie lange die Ibus halten. Ich habe erstmal einen Anzug angezogen, weil den haben wir ja eigentlich gesucht, 2 Folgen lang. 2 Wochen, dann habe ich endlich genug. Wo geht's denn hin? Damit ich den hier vorne überreden kann. Ich will keine Beschwerden hören. Um die Schlüsselkarte zu holen für. Behalt deine Wertsachen im Auge. Ja. Für diese Firmennebenmission. Ohne die Fabrik wären wir stopp. Falsche Richtung. Sport ist echt einfach Mord. Muss es nochmal für das YouTube-Video sagen. Bis alle Körperpartien endlich mal Muskelkater hatten, bist ja echt schon total Wrack. Ich hab dich im Auge. Kann ich helfen? Ich muss dich um einen riesen Gefallen bitten, ich muss mir deine Security-Schlüsselkarte borgen. Ich enttäusche dich ja nur ungern, aber ich habe es nicht so mit Gefallen für Unbekannte. Mein Job steht auf dem Spiel, diese Gefallen würde mir den Arsch retten. Ich würde ja gerne helfen, aber wenn ich dir diese Karte gebe, riskiere ich meinen Job. Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Keine Schlüsselkarte. Ich bleib hier, bis du mir gießt, was ich will. Du meinst das ernst, oder? Das ging aber schnell. Na schön. Du kannst die Karte haben. Aber bring sie zurück, sonst melde ich dich. Ja, super. Ui. Zip. Wup, wup. Ich dachte, ich hätte mit der Schlüsselkarte jetzt auch noch irgendwas machen müssen in der Firma. Guten Abend, Rolin. Und guten Abend, Micha. Und da ist eine Glasscheibe, durch die ich nicht durchlaufen kann. Was über meinen gesamten körperlichen Zustand viel, viele Rückschlüsse zulässt. Ah, heute spielen bestimmt ganz viele auf Twitch Cyberpunk. Aus der Situation heraus, dass der 2.0-Patch da ist. Ich habe es nicht mehr installiert bis jetzt. Weil ich eh nur mit dem DLC nochmal spielen würde. Wobei, ach, es hat sich so viel verändert, vielleicht sollte ich doch vorher reingucken. Hallöchen, hast du die Schlüsselkarte? Ich halte auch nicht viel von Sicherheit, aber lass das Dalton nicht hören. Nicht schlecht für einen Neuling. Es wird Zeit für eine größere Herausforderung und du kommst gerade rechtzeitig. Im Kapitalismus ist alles erlaubt, oder? Für den nächsten Job ist aus 2 Gründen etwas mehr Diskretion nötig. Erstens hast du mit hochrangigen Managern zu tun und zweitens findet das Ganze in der Astral Lounge hier in Neon statt. Diskretion und der Trade Tower in Neon gehen nicht gerade Hand in Hand. Ich dachte mir, dass das dein Interesse weckt. Unsere Techniker konnten keinen potenziellen Deal zwischen Infinity LTD und Quantum Synergies aufdecken. Wir waren schon so häufig in der Astral Lounge. Du musst dafür sorgen, dass der Deal schief geht. Genau darauf hoffen wir. Du redest mit Sola Adisa, Geschäftsführerin von Quantum Synergies, und dem Finanzdirektor Arthur Cruz. Ich gebe dir 2 Dossiers mit den wichtigsten Gesprächspunkten zu beiden. Lies sie.
Du solltest nur nicht so klingen, als würdest du sie ablesen. Infinity Ltd. wird von Nina Hart vertreten. Ich gebe dir eine abgeänderte Version ihrer Präsentation. Du tauschst sie aus. Wir haben einige Zahlen so verändert, dass während des Meetings genügend Verwirrung entsteht. Exakt. Und wegen dieser Inkompetenz werden sie anfangen, den Deal zu hinterfragen. Und zu guter Letzt empfehle ich ordentliche Kleidung. Ich habe einen Anzug für dich schneidern lassen. Wir brauchen absolute Diskretion. Ich will keine SNN-Sondersendungen über Mord in der Astral Lounge, klar? Sehr gut. Aber denk daran, schön unauffällig, klar? Lass dich von der Astral Lounge nicht zu sehr ablenken. Anzug Business maßgeschneidert. Kein Self-Made Man. Persönlichkeit charismatisch, freundlich und umgänglich. Pendant in Sachen Fakten und Details. Versessen auf Credits und Aufbesserung seiner Konten. Finanzielle Sicherheit ist alles. Argumente, Infinity-Profite sind gefälscht. Eine Wirtschaftsprüfung würde sie ruinieren. Ryujins Profite sind 25,7% höher. Ryujin hat bessere Produkte. Infinitys Marketing- und Rechtsteam kann mit Ryujin nicht mithalten. Mutter, pensionierte CFO, Persönlichkeit Narzisstin, besessen davon, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, weiß professionelles Auftreten und Aussehen zu schätzen, innovationsgetrieben, ist gerne Teil von etwas Neuem, ist entscheidend, mit allem anderen will sie nichts zu tun haben. Infinity Limited ist die Billigversion von Regen Industries. In Sachen Innovation folgt Infinity nur und führt nicht. Infinity mangelt es an einer klaren Vision und Neuaufstellung. Bei Gelegenheit Quantum Synergies loben. Das war sogar nur optional, die zu lesen. Aber am Lesen merkt man, wie ich eigentlich Kopfschmerzen habe. Da klappt das nämlich nicht so gut. Aber es bringt nichts. Oh. Fuck. Hätte ich mich doch für Schwimmen entschieden, anstatt fürs Fitnessstudio. Diese Macht ist unglaublich. Und deine Neugier. Du bist bei der Wanderung. Verzieh dich. Wenn du Leute begaffen willst, rufe ich in der Schaus. Willkommen in der Kerbe. Die Security und die Freestar Ranger umstellen. Ich frage mich, was an dem Anzug maßgeschneidert sein soll. Vor allem, was das mit diesem Seitenloch auf sich hat. Sieht man ihn einfach über wie ein Poncho? Kleider machen Leute. Bist du geschäftlich hier oder zum Vergnügen? Natürlich ein bisschen von beiden. Oh, ebenso. Ich liebe Geschäftsreisen, bei denen alles bezahlt wird. Vor allem mit viel Leerlauf. Nehme an, du bist wegen Ryujin hier. Ryujin Industries? Gut geraten, nachdem wir in Neon sind, aber nein. Infinity Ltd. Ein Deal mit Infinity Limited, das klingt riskant. Riskant, sagst du? Warum das? Klär mich auf. Die sind doch nur ein billiger Abklatsch von Ryujin Industries. Quantum Synergies darf nicht mit dem Wort billig assoziiert werden. Ich dachte, unser Team hätte Infinity gründlich durchleuchtet. Aber jetzt
kommen mir Zweifel. Ihre Instabilität ist ein problematischer Punkt. Aber damit kommen wir klar, solange wir bei allen Projekten federführend sind. Umwälzungen bringen allerdings immer ganz eigene Probleme mit sich. Verzögerungen, Moral, Image. Und ob Drexler wirklich dauerhaft bestehen kann, muss er erst noch beweisen. Vielleicht ist das wirklich ein zu hohes Risiko für mich. Eine überraschende Unterhaltung, die ich nie von jemandem wie dir erwartet hätte. Warum spricht die so abgehakt? Hier gilt wohl die alte Redewendung, dass man nicht nach dem Äußeren urteilen soll. Jetzt muss ich wohl einiges neu überdenken. Der Vergnügungsteil meiner Reise muss also verschoben werden. Danke. Die Musik ist genial! Immerhin sind meine Eltern endlich mal weg aus der Azura Lounge. Bayo hat all die Jahre über jede negative Entwicklung verhindert. Er ist Unternehmer durch und durch. Auf mich wirkst du selbst wie ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Nun, von jemandem, der so gut gekleidet ist, werte ich das mal als Kompliment. Du hast guten Geschmack oder gute Verbindungen, vielleicht sogar beides. Du arbeitest nicht zufällig für Infinity Ltd., oder? Nein, und ich würde auch nicht wollen, dass jemand das denkt. Du scheinst etwas gegen Infinity zu haben. Ich würde zu gerne hören, warum. Infinitys Profil sind fingiert. Das ist eine gewagte Behauptung. Da müsstest du schon über Insiderwissen zu ihrem Unternehmen verfügen. Es stimmt aber auch mit meinen eigenen Recherchen zu ihren Firmenfinanzen überein. Oh, ich bin beeindruckt. Das passt zu den Insider-Details, die wir bekommen haben. Interessant. Hey, hat mich sehr gefreut, dich. Aber ich glaube, wir sehen uns. Es ist ein, sehr einfaches Unterfangen. Ich glaube, ich habe, wie heißt das noch? Hühneraugen? Ja, die habe ich. Der letzte Klick klingt so schön, oder? Tja, alles erledigt. Industriespionage muss doch auch mal ein bisschen interessanter werden. Ja, bis jetzt ist das die langweiligste Fraktionsgeschichte. Wobei, wir haben ja zwei Agents getroffen bei der KI, aber das wirkte wie so eine zufällige Geschichte. Das wäre auch passiert, wenn wir nicht bei der Fraktion das gestartet hätten. Glotz nicht. Heilige Scheiße! Eigentlich wollte ich professionell kochen. Zurück. Das ist dein Befehl. Warum rasten die Leute eigentlich nicht in der Umgebung aus, wenn ich denen die Fähigkeit zeige? Vielleicht spielen wir auch nachher noch was total anderes. Mein E-Mail-Postfach läuft eigentlich über von irgendwelchen Sachen, die mir angeboten werden. Aber irgendwie komme ich nicht dazu. War doch gar nicht so schlimm, oder?
Du bist ein Naturtalent. Und das meine ich wirklich ernst. Die Astral Lounge kann auf manche Menschen ein klein wenig überwältigend wirken. Dazu dann noch Leute manipulieren, die das Äquivalent zum Oberboss sind? Das ist für die meisten unerfahrenen Agents nicht ganz leicht. Insgesamt nicht schlecht für deinen ersten großen Auftrag. Du hast dir sogar einen Bonus verdient, den Linden sehr gerne gewährt hat. Das ist wirklich nett von dir, Imogen. Du bist doch sonst immer gegen alles, was illegal ist. Warum sagst du denn jetzt zu ihr, das ist nett? Du hast ihn dir verdient. Wenn du mich weiter gut aussehen lässt, war es nicht der Letzte. Aber bei Ryujin gibt es immer etwas zu tun. Wir haben reichlich unerledigte Aufträge. Und es kommen laufend neue rein. Hoffentlich bist du startklar. Das wird wenigstens mal eine kleine Abwechslung vom Üblichen. Dein nächster Auftrag ist, einen Konkurrenten auf seinen Platz in der Geschäftswelt zu verweisen. Man könnte es Vergeltung nennen, aber das ist alles Ansichtssache. Die Außenwirkung ist für die meisten Firmen lebenswichtig. Vertrauen in die Produkte führt zu einem guten Ruf und das wiederum bringt Profit. Und Profit ist nun mal das Nonplusultra. Du sollst ein ARC-Gerät platzieren. Damit lassen wir unsere Konkurrenz fahrlässig erscheinen und ruinieren sie in der Öffentlichkeit. Sehr gut. Du musst nur das ARC am Wartungsterminal des Ziels anbringen. Alles andere übernehmen wir dann. Achte darauf, dass dich niemand sieht. Es ist wichtig, dass das alles wie eine Betriebsstörung wirkt. Und viel Erfolg. Wenn du so weitermachst, hast du bald meinen Job. Ich glaube, da ist auch das Ziel hiervon. Dass ich die Aufträge für dich mache. Ach, das ist bei Hauptech. Wofür wir die Sicherungskarte ja vorhin auch geklaut haben. Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Alles da. Ich will keine Beschwerden ja, hören. Dass hier Menschen rumrennen in allen Ecken, hätte ich wahrscheinlich auch als Garant dafür genommen, dass man hier leben kann. Und weil hier menschliche Gebäude okay. stehen. Hallo. Und so weiter und so fort. Aber Sarah, the Superbrain aus Second Round. Second Line. Ja, guter Zeitpunkt, die Stronghold Definity Edition zurückzuziehen. Kommt eh eine neue Demo. Für mich. Eines Schutzhelms wird empfohlen. Müssen wir bestimmt in das Schiff rein, ne? Vor allem, das ist so geil, weil es wieder so eine Position ist. Da bin ich einfach mal so hingelaufen, weil mich das interessiert hatte.
Vor allem... Was soll das? Da ist ja nichts zu tun. Du gehst irgendwo hin, machst irgendwas fest, redest zweimal mit Leuten und sonst passiert nichts. Bleiben wir auf der Hauptplaza. Es sei denn, du willst nass werden. Ich glaube, nach der Mission mache ich die Hauptmission einfach weiter. Drauf geschissen auf Frigo-Gen. Erstmal. Ich brauche ein bisschen mehr sinnvolle Interaktion. Hallo, hast du ein Update? Guten Abend, Pascal Star. Gute Arbeit. Dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse, wir haben die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Es sind gute Nachrichten, der Deal ist gescheitert. Masako war sehr zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen Bonus zu geben. Offenbar hast du bei Arthur genau ins Schwarze getroffen. Quantum Synergies hat sich sogar an uns gewendet, um einen möglichen Deal zu besprechen. Okay, Chat sagt gleich, wird interessant. Ich hab doch gesagt, dass ich diesen Laden eines Tages schmeißen werde. Woher wusste ich, dass du das sagen würdest? Du hast noch einen langen Weg vor dir, also lass uns im Hier und Jetzt bleiben. Sieh deinen nächsten Auftrag als einen weiteren Schritt auf deinem Weg zu wahrer Größe. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Wir müssen tun, was immer nötig ist, um Branchenführer zu bleiben. Eine sehr lobenswerte Einstellung. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Die Trident-Sternwerft umkreist Aquila im Cheyenne-System. Du bleibst also im Freestar-Territorium. Wer auch immer den Chefs mitteilen muss, dass etwas so Wertvolles gestohlen wurde, tut mir fast leid. Denk dran, sei so diskret wie möglich. Das macht das Ergebnis umso befriedigender. Okay. In der Werft waren wir auch schon. Glaube ich. Fremdes Schiff, du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs bei Danke, Schulan, für dein Tier 1 Sub. Könnt ihr gern machen, wir haben nichts. Man muss sagen, eigentlich kommen viel zu viele Blockbuster-Spiele im Moment. Also es kommt eigentlich viel zu viel. Nach langer Zeit, wo eigentlich immer nur Schrott kam. Willkommen bei Trident Luxury Lines. Bist du hier wirklich richtig? Trident. Willkommen bei Trident Luxury Lines. Den Erbau. Falls du Fragen zu uns... Also, was... Ein einziges Ziel. Dich zu verwöhnen. Also, willkommen.
Willkommen bei Trident. Hier verkaufen wir keine Schiffe oder Teile. Außerdem hättest du gar keine Verwendung für Teile oder Modifikationen. Ein Trident-Schiff ist so, wie es ist, schon perfekt. Sag Bescheid, wenn ich dir sonst wie helfen kann. Das habe ich schon anders gesehen. Nein, das möchte ich nicht. Das ist eine Transportmission. Trockendock-Probleme. Geh weg. Ich weiß nicht genau, warum wir diese Sternenwerft besuchen. Es kann sich wohl keiner von uns so ein überteuertes Schiff leisten. Ich kann das. Ich glaube, da habe ich mich schon ein bisschen verbaut. Müsste der und der sein. Ich krieg beim Schlossknacken immer zu viel, geht einem sehr auf die Nerven. Ja, vor allem, weil eigentlich die Verbesserungen, die du erlernst, dir nicht wirklich helfen. Es ist halt nicht so einfach diesmal. So. Tja, das Schloss ist Geschichte. Aber du kannst ja eigentlich sehen, wenn du was anwählst, in welcher Reihe das benutzt werden kann. Und dann kannst du schon relativ viel vorplanen. Eure Schiffe sind scheiße, ich gehe wieder. Sauber abgedockt. Das Einzige, was in dieser Questreihe sie retten kann, ist, dass die mich jetzt gleich in die Pfanne hauen will. Und ich dann Ryogen Industries fertig machen muss. Genau dich wollte ich sehen. Hast du den Bauplan?
Die Frage grenzt an eine Beleidigung. Bitte, du musst wirklich nicht beaufsichtigt werden. Sieh die Frage einfach als reine Formalität an. Bring das bitte zu Vina, damit sie die Rückentwicklung einleiten kann. Aber erst will Ularu mit dir sprechen. Ihr Büro ist in der Chefetage. Ich habe deine Sicherheitsfreigabe erhöht, damit du da reinkommst. Sag ihrer Assistentin Maeve, dass du einen Termin hast. Ich komme bald nach, falls du dich verläufst. Ach, gleich habe ich wieder ein Level up, Gott sei Dank. Endlich geht's aufwärts in der Firmenhierarchie. Managerbüros. Manager. Ich bin Manager. Sehr schön. Indoor-Wasserfälle sind immer die besten. Der Deal wäre so wichtig für meine Firma. Setz dich bitte, wenn du auf einen Termin wartest. Ja, klar. Und ich werde es schön für mich behalten. Ich habe den Job nicht seit fast 10 Jahren, weil ich so geschwätzig bin. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Ich helfe gerne. Wo möchtest du hin? In der Chefetage sitzen alle Vorstandsmitglieder. Mit Ausnahme von Dr. Kalra. Ihr Büro ist in der Forschung und Entwicklung. Miss Chans Büro liegt links die Treppe hoch, dann ein Stück den Gang runter und noch einmal die Treppe hoch. Ist nicht zu übersehen. Ihr Büro liegt gegenüber dem von CEO Imada. Falls du dich verirrst, hilft dir ihre Assistentin Maeve. Kann ich dir sonst noch irgend... Nee, genau da will ich hin. Also genau da will ich hin, so. Such noch angenehmer gestalten kann, bin ich jederzeit zu Diensten. Was für eine wunderschöne Statue. Welch einzigartige Kunstfertigkeit. Ob sie wohl von Hand geschaffen wurde? Linden war aber wohl nicht so beeindruckt von den Zahlen. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Billiger 3D-Druck sieht man doch. Kann ich helfen? Name und Termin. Das ist weder dein Name noch dein Termin. Wenn du erwartet wirst, darf ich dich nur mit diesen Informationen einlassen. Also nochmal, Name und Termin. Er gehört zu mir, Maeve. Wir haben einen Termin bei Ularu. Sie müsste uns erwarten. Danke, Imogen. Dann trage ich das mal als bestätigt ein. Ularu ist in einem Treffen mit Genevieve, aber sie müssten bald fertig sein, wenn ihr einfach warten wollt. Danke, Maeve. Ah, schneller als gedacht. Ularu ist jetzt schon bereit. Ach, eins noch. Du weißt, wenn sie nicht mitspielen, bleibt uns nur noch eine Option. Gott, Ularu, ist das deine Universalantwort? Ich will keine weitere PR-Katastrophe. Ja, Viv, weil du zu gut in deinem Job bist. Wir besprechen die Details später. Mein nächster Termin ist da. Schön, aber du darfst das bei unserem nächsten Meeting Alexis sagen. Mach hier keinen Ärger. Noch nicht. Da bist du ja endlich. Ich habe schon sehr viel von dir gehört. Ich bin Ularu Chen, Head of Operations hier bei Ryujin. Also, wie gefällt dir dein neuer Job bisher denn so? Der Job ist genau meine Kragenweite. In dem Fall erweist sich unser erster Eindruck von dir als erstaunlich zutreffend. Also... Die liebe Genie sagt, du hast die Grundlagen unserer Arbeit schon durchlaufen und hattest jedes Mal Erfolg. 5 erfolgreiche Standardaufträge und einen speziellen. Und noch dazu eine makellose Bilanz. Kein Wunder, dass dich hier oben alle lieben. Ich habe zufällig einen persönlichen Auftrag für dich. Einen, bei dem du dich mit einem externen Kontakt treffen musst. Genie scheint zu glauben, dass du das mühelos hinbekommst. Er ist der beste Agent, den ich je angeheuert habe. Und auch der einzige Agent, den du je angeheuert hast. Treffen mit externen Kontakten sind nicht immer so simpel wie deine bisherigen Missionen. Manche sind wankelmütig oder fordernd. Du musst also wissen, wie du mit ihnen umgehst und spontan Entscheidungen treffen. Hm.
hatte schon mit allen möglichen Leuten zu tun. Ich weiß, wie ich meinen Willen bekomme. Solche Agents mag ich am liebsten. Jemanden, der kein Nein als Antwort akzeptiert. Dein Kontakt ist Simon Ritschek. Er hat angeblich Informationen zu einem neuen Projekt, an dem Infinity LTD arbeitet. Er nennt das Projekt einen Game Changer, an dem Ryujin sicher besonders interessiert wäre. Er verlangt also bestimmt nicht wenig. Wir haben ein Budget von bis zu 1000 Credits dafür. Handle ihn möglichst weit runter. Simon arbeitet seit Jahren für uns und ist daher keine Gefahr für dich. Er ist paranoid und wurde wohl deshalb nie gefasst, aber seine Informationen sind es normalerweise wert. Simon überprüft deine Identität über einen geheimen Losungssatz. Die Details bekommst du von Genie. Das ganze Konzept ist unter meiner Würde. Simon ist ganz sportverrückt und redet bei jeder Gelegenheit darüber. Irgendwann sagt er beiläufig, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Du antwortest darauf, Razor Derby ist der einzig wahre Sport. Klar? Ach, meine Güte, ihr Anzeigtypen seid wirklich unendlich unterhaltsam. Ich fühle mich hier wie in einem billigen Spionage-Thriller. Jetzt wissen wir, welchen Geschmack unser neuester Agent hat. Ja, das macht die Sache etwas interessanter. Zum Glück ist er da nicht komplett pedantisch. Aber wir ärgern ihn manchmal ganz gern. Du musst nach Cydonia fliegen, um dich mit ihm zu treffen. Such ihn über den Lux Condos auf der Plaza. Du hast den Burschen sehr gelobt, Genie. Hoffentlich lässt er dich nicht schlecht aussehen. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss noch einiges erledigen. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich habe dich im Blick. Ich habe euch alle im Blick. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Obwohl es so viele Welten sind, bereist man doch fast immer dieselben. Dass alles andere drumherum ist halt Bonus. Ob das Bier noch geöffnet ist, ist die einzige vernünftige Bar hier. Schön, dass die Uhr sich immer wieder zurücksetzt. In letzter Zeit gefallen mir richtig gut. 6 Stunden ohne Unfall. Hey, suchst du was bestimmt? Cool, das machen wir. Ja, ich möchte von dir... Hey, du hast gar keine neuen Dietriche. Schönen guten Abend, Papa. Ich habe nicht vor, alle zu töten. Jo, alles Gute. Alles ist, was die Baupläne angeht. Die Kinder studieren alle. Wir haben das ganze Haus für uns allein. Ich will endlich hier weg, verdammt. Hast du dich verirrt oder willst du nur mit einem arbeitslosen Miner plaudern? Du sollst auf deine Eltern hören, Junge. Nein, meine Eltern haben keine Befehlsgewalt über mich. Du sahst aus, als könntest du ein paar freundliche Worte gebrauchen. Ach, das einzig Gute, worüber man noch reden kann, ist Sport. Apropos, sieht aus, als wären die Galactic Raiders dieses Jahr haushoher Favorit auf die Universal Championship. Ist der einzig wahre Sport. So sieht's nämlich aus. Hat er schon gehört, dass sie jemand Neuen schicken. Willkommen.
Ich habe Informationen zu einem Deal zwischen Infinity Ltd. und der Deimos Sternenwerft. Deine Arbeitgeber wären sicher sehr an den Details interessiert. Also erhöhe ich meinen Preis. Teuer, ja. Aber deswegen biete ich auch einen kleinen Auftrag an, wenn du nicht zahlen kannst. Der Preis ist für diese Informationen etwas zu hoch. Ich finde, du übertreibst. Für das kleine Häppchen? Glaub mir, ich weiß genau, was das wert ist. Gehören Preisverhandlungen nicht dazu? Das hängt ganz von deinem Verhandlungsgeschick ab. Okay, ich senke den Preis, aber das ist mein letztes Angebot. Außer du ziehst doch den Auftrag vor. Das wird dir gefallen. Als Informant lebt man gefährlich, wie du dir denken kannst. Im Orbit des Saturn gibt es eine Söldnerin, die meinen Namen von ihrer Liste streichen will. Malai Liskova. Schalte sie aus und bring mir ihre Waffe. Dann verzichte ich vielleicht auf meine Gebühr. Danke, Grumbler, für dein Prime-Sub. Diese Kopfgeldjäger-Sache ist nicht unser Problem. Wir sind nicht deine Leibwächter. Dann lass mich mal die Credits sehen. Ich wusste, du nimmst Vernunft an. Meine Informationen beziehen sich auf einen Deal namens Dominion-Projekt. Ich gebe dir 2 Slates. Sie enthalten von mir beschaffte Überwachungs- und Interaktionsdaten zu Stanley McMillan, dem Infinity-Vertreter. Ich gebe dir auch noch eine 3. Slate, weil du nämlich die Dateien zum Dominion-Projekt selber von seinem Computer ziehen musst. Oh, definitiv. Wer ist Luke Connors, um zur Arbeit bei der Diamond Sternenwerft zu gehen? Was zum Teufel machst du überhaupt in diesem Kaff? Hast du den Kürzeren gezogen oder was? Infinity schickt mich. Soll Deimos zum Anweisen bringen. Die haben für die Sache sogar einen schicken Codenamen. Dominion Projekt. In meinen Ohren klingt das nach Weltherrschaft. Ich würde da sofort anbeißen. Ja, genau. Ich sage es dir, dieses Wusstest du, dass Deimos den Großteil der Schiffe für die UC Navy baut? Das ist ein extrem lukrativer Großaufwand. Zufall ist zurzeit der eh nicht da. Du solltest in der Astro Lounge sitzen und Ryujin Industries um die Technik betteln lassen. Die Ironie wäre köstlich, aber nein. Das ist unser Baby. Dominion bringt Infinity endlich an die Spitze. Wir schlagen Ryujin mit ihren eigenen Waffen. Sehr schön. Oh, ich muss noch ein Schloss knacken dafür. Da muss es der sein. Wobei, dann würde ich auf 1 zurückfallen, das ist ja auch nicht richtig. Ich will es einmal automatisch platzieren gemacht und der wählt sogar den richtigen Dietrich dafür aus. Ich dachte, er nimmt den Dietrich, den ich zurzeit in der Hand habe, und platziert den richtig. Gönn dir 2 Tab. Was möchtest du mir sagen, Butter? Sorry. Im Chat. Das musst du selber hacken. Tablets. Ich soll mir 2 Tablets kaufen. Table, 2 Tische soll ich mir holen.
Ich habe mir schon 2 Tabletten gegönnt. Weil es einfach nicht anders ging. Schon mal Spacern begegnet? Ich hoffe einfach, morgen ist es wieder besser. Danke, Nero von Kuschelig, für deinen Prime-Sub. Dankeschön. So. Deutschland liegt 2-0 hinter Dänemark, Frauenfußball. Ich hatte es nur vorhin auf dem Handy mitbekommen, Notification. Ah ne, ist auch schon zu Ende, ne? Tja, so kann's kommen. Wir müssen sich an die deutsche Nationalmannschaft, Herren, auch angleichen. Das hat länger gedauert als erwartet. Ich hoffe, Simons Informationen waren die Mühe wert. Du hast ein wenig Feuer, das gefällt mir. Dann sehen wir mal, ob Mr. Rejeks Informationen es wert waren. Ich entschlüssele das kurz. Mal sehen. Hier ist der Schlüssel. Und fertig. Sieh an, sieh an. Unser Freund Simon hat also nicht gelogen. Das ist eine Verkaufsinitiative für das Dominion-Projekt. Das Design ist von uns, nicht Infinity LTD. Ach, sie haben nicht einmal den Namen gelöscht. Sie dachten also, sie werden nicht erwischt. Komm mit, das muss Masako erfahren. Ah, es geht noch eine Stufe höher. Mit Schlüssel? Dann kennst du dich aus. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Hey, Olaru? Was ist denn los? Wer ist das? Das ist unser neuer Agent. Ganz frisch. Er hat den Auftrag, sich mit einem Informanten zu treffen. Aber jetzt kommt's. Infinity LTD hat das Dominion-Projekt in die Hände bekommen. Unmöglich. Nicht nur das. Sie wollen es auch noch unter ihrem Namen verkaufen. Natürlich tun sie das. Feins muss der Sache unverzüglich nachgehen. Da du das aufgedeckt hast, hilfst du bitte bei den Ermittlungen. Das Dominion-Projekt ist geheim. Schon von seiner Existenz darf man nur mit hoher Sicherheitsfreigabe wissen. Wenn Infinity LTD Informationen darüber hat, müssen wir einen sehr gut vernetzten Maulwurf in unserer Firma haben. Nachdem wir dir bei dieser Untersuchung vertrauen, kann ich dir wohl ein paar Details nennen. Das Dominion-Projekt ist unsere neueste Neuro-Amp-Entwicklung. Unsere aktuellen Neuro-Amps sind alles externe Geräte. Aber das Dominion-Projekt wäre der erste chirurgisch implantierte interne Neuro-Amp. Das Projekt stand kurz vor dem Abschluss. Daher ist es essentiell wichtig, den Maulwurf zu enttarnen.
Es darf nicht noch mehr unserer Arbeit in ihre Hände fallen. Implantate. Ganz genau. Rede mit Dalton Fiennes, unserem Chief Security Officer. Ich schicke ihm die Details. Du hast uns auf einen gewaltigen Sicherheitsverstoß aufmerksam gemacht. Ich hoffe, dass du hilfst, wo du kannst. Und danke. Manche Agents hätten das vielleicht als Gelegenheit zu einer Erpressung genutzt. Schön zu wissen, dass du loyal bist. Ich hatte keine Option dafür. So viel zum Vertrauen in unser Sicherheitsteam. Dalton. Ah, die wunderbare Miss Imada. Wie kann ich helfen? Spannend. Düdüdüd. Adi den Scheiß, Dalton. Ich schicke dir einen Agent und auch noch ein paar Dateien. Ja, und der hier, der passt auch noch auf die Reihe. Ich bin bereit. Nicht hierfür. Aber ich verlasse mich auf dich. Was soll das bitte werden? Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist! Was soll was werden? Ich mache überhaupt nichts. Du bist verhaftet! Ich weiß nicht mehr, ob ich dich schon durchsucht habe. Schon, oder? Naja, gehen wir aufs Revier. Nein, das ist mit dem Schlösserknacken ist das gerade sehr viel, weil wir und das ist der ganze Scheiß, den sie schon mal von mir eingesammelt haben hier. Weil wir halt gerade die Agentengeschichte machen. Da sind halt leider immer wieder Missionen, die mit Schlösserknacken zu tun haben. Natürlich soll ich nicht meine eigene Firma bestehen dabei. Stimmung. Eigentlich. Wenn ich in das Projekt Dominion eingeschlossen werde, beziehungsweise eingeschlossen, sondern einbezogen werde, kann ich doch letztendlich mir dann auch Implantate setzen. So wie bei Cyberpunk. Die aktuellen Neural Amps, die haben, sind ja das, was auf der Stirn von denen manchmal sitzt. Das könnte das wichtigste Meeting meiner Karriere sein. Gut, du bist hier. Dank deiner Arbeit in Cydonia hat hier angeblich jemand Informationen über das Dominion-Projekt an unsere Widersacher bei Infinity Ltd. weitergegeben. Ein Maulwurf in der Firma bedeutet ein Versagen meiner Abteilung. Wir leiten die Sicherheitsdirektive Theta ein, eine komplette Durchleuchtung des gesamten Personals im Gebäude, einschließlich Masakos und mir.
Definitiv ja. Direktive Theta hat einen einzigartigen Fall, nämlich Ularu Chen. Die Direktive verlangt, dass ein spezialisierter Programmierer namens Nix sie durchleuchtet. Aber du musst ihm bei einem ungewöhnlichen Auftrag helfen. Ich nehme an, dieser Nix ist vertrauenswürdig. Vertrauen ist da irrelevant. Es geht um beiderseitige Vorteile und um Druckmittel. In diesem Fall beiderseitige Vorteile. Nix gibt dir ein Programm, das du auf Ularus Computer installierst und das Daten sammelt, um ihre Schuld oder Unschuld zu beweisen. Dein Job ist es, anonym in den Ryujin Tower einzudringen, um dieses Programm auszuführen. Vollkommen unbemerkt. Das bedeutet, dass deine Schlüsselkarte deaktiviert ist und die Wachen im Gebäude dich als Eindringling ansehen. Kommt mir ein bisschen übertrieben vor, können mich die Wachen nicht einfach durchlassen? Direktive Täter erfordert absolute Geheimhaltung. Wir wissen nicht, welche Verbindungen der Maulwurf hat, daher können wir unser Sicherheitsteam nicht informieren. Na, immerhin einer von uns. Ich schicke alle nicht-essentiellen Mitarbeiter nach Hause, auch Ularu. Ich sage einfach, es werden Routine-Sicherheitschecks durchgeführt. Inzwischen sorge ich dafür, dass du Zugang zum Lüftungssystem des Towers hast. Das sollte dir helfen, nicht entdeckt zu werden. Und du bekommst einen Disruptor, was dabei helfen sollte, Opfer zu vermeiden, falls es zum Worst-Case-Szenario kommt. Einen Moment. Lass uns kurz tief durchatmen und die Situation überdenken, bevor wir einen Sturmangriff planen. Ich darf dich daran erinnern, dass wir nicht nur von unschuldigen Menschen reden, es sind auch deine Kollegen. Es ist in deinem besten Interesse und auch in Ryujins, dass niemand verletzt wird. So sehr ich die Worte deiner Begleitung zu schätzen weiß, wäre es vielleicht besser, wenn du das allein angehst. Du solltest alles tun, um das Risiko zu mindern. Du triffst dich in Madame Sauvage's Place mit Nix. Er weiß, dass Direktive Theta aktiv ist. Ach. Schon wieder so ein dämlicher Disruptor. Und wenn er einfach der Maulwurf ist, dann ist doch alles direkt erledigt. Da steht einfach in seinem Computer, ich bin der Maulwurf, du hast mich. Gratulation. Ende der Mission. Externes Gerät angeschlossen, ungesicherter Zugang genutzt. Unbekannt externe Verbindung. Tomo Higashi ist nicht länger in der Firma angestellt. Bitte leite die übliche Durchsuchung und Sicherung seiner Büroausstattung ein. Ich erwarte nicht, dass du etwas findest, außer vielleicht Beweise für seine Inkompetenz. Aber wenn doch, lass es mich wissen. Auf interessante Verschlüsselung gestoßen. Könntest du dir das vielleicht mal ansehen und ein oder zwei Algorithmen anpassen, um uns zu helfen, das zu knacken? Können Sie das bitte die aktuelle Sicherheitsfreigabe für unsere Tochtergesellschaft, für unsere Tochterunternehmen einsehen? Ich habe Gerüchte gehört, dass das Taiyo-Ingenieursteam Zugriff auf gewisse Elemente unserer Forschungs- und Entwicklungsdatenbank hat, wobei Vena vielleicht ihre Hände im Spiel hat. Ich unterstütze Ihren Wunsch, Wissen zu teilen, aber es darf nicht zu einer Hintertür für die Konkurrenz werden. War da was Nützliches drauf? Nicht so wirklich. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Ah, verdammt. Yeah.
Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Ha, Medizin. Der Platz, wo wir damals der Gang geholfen haben. Ist ja super, der sitzt da wie so ein Stock Neon auf dem Stuhl. Neon ist der einzige Ort, an dem man meine Talente respektiert. Hallo. Hast du einen Termin? Sonst hast du hier nämlich keinen Zutritt. Dalton Finnis schickt mich. Also spar dir den Scheiß und lass uns zur Sache kommen. Wow, freut mich auch sehr. Zum Glück bist du nicht im Marketing. Ich habe ein Programm für dieses Szenario. Aber Ryujin weiß, dass es das nur gegen Credits oder einen Gefallen gibt. Oh, das ist er ganz bestimmt nicht. Kannst dich ein Auge zudrücken. In Neon? Wovon träumst du nachts? Hilf mir doch einfach, nächstes Mal revanchiere ich mich dafür. Ryujin ist mein zweitbester Langzeitkunde. Gibt es keinen Ryujin-Mitarbeiterrabatt? Hey, du machst wohl Witze. Jetzt bezahl. Immer wieder gerne. Dein Job ist simpel. Dass sie alle billig sind. Führ das Baby hier einfach auf Ularu Chens Computer aus, das Programm macht den Rest. Wenn du fertig bist, bring mir die Slate nach Hause. Ularu hat sicher eine knackige Verschlüsselung, für die mein kleines Setup hier vermutlich nicht ausreicht. Schön, dass du noch mehr kannst, als nur herumzuschleichen und gut mit Worten umzugehen. Schönen guten Abend, Foster. Hier ist die Slate. Ich warte. Ibu 400, was ist los? Ich habe einfach Schmerzen. Kopfschmerzen. Jegliche Art von Muskelschmerzen. Und damit ich überhaupt heute noch irgendwas gebacken kriege, muss ich einfach... So wie die Wirtschaft davon getragen wird, Ibu 400 nehmen. Das, obwohl ich jetzt ja immer Sport mache. Aber irgendwie ist meine Hose enger geworden. Also meine Schmerzen in diesem Bereich ist definitiv... Na gut. Vom Training. Aber ich habe jetzt erstmal bis Montag Ruhe. Ich muss Ibu 1000 nehmen. Bist ja noch nicht am Ende angekommen, dann von der maximalen Dosis. Ich glaube 1200 ist das Maximum. Oder sogar 1600.
Meine Oma nutzt Morphiumpflaster, sollten gut sein. Bleiben wir doch erstmal dabei, wo wir gerade sind. Bleib stehen, wenn du weißt, was gut für dich ist. Oha, wir haben Besuch. Hey, wenn du da draußen bist, identifizier dich. Junge, ich hab Schleichen auf Maximalwert und ich schaffe es nicht, an einem normalen Soldaten vorbeizuschleichen. Also einer normalen Wache. Gehe ich irgendwann wieder auf Position? Wenn deine Kleidung aussieht, macht es das Schleichen leichter. Warum? Weil man nackt unsichtbar ist. Entwischt. Aber nächstes Mal bist du dran. Erwischt! Ziel gefunden! Können Sie mal aufhören, auf mich zu schießen? Oh. Vor allem reden. Das ist sinnlos.
Komm her, meine Waffe ist aufgeladen für dich. Gib mir Deckungsfeuer! Guten Abend, Black Hen. Schleichen ist im Spiel einfach so verhunzt. Da haben die auch einfach so viel Patch-Potenzial noch. Guten Abend, F-Dax. Scheiße. Töte ich niemanden. Ach, drauf geschissen. Komm so doch eh viel schneller durch. Tust dir nur selbst weh, Mädel. Richtig, leg dich mal hin.
Okay, das müssten die beiden sein. Und das war's. Für die Erinnerung an Urlaub. Datenschutzerklärung. Routineüberprüfung der Sicherheitsmaßnahmen. Ja, das ist ja dafür, dass ich hier bin. Ich habe ein Paket von hohem Wert, das meines Wissens dir gehört. Sollen wir eine Übergabe vereinbaren? S-Punkt. Könnte bestätigen, dass Tomo Higashi für seinen letzten Bericht keine adäquaten Beweisdaten hatte. Wie es scheint, seine Theorie auf nichts als einer Handvoll Beobachtung und was er Erfahrung nennt. Bloß gut, dass Imogen das nicht genehmigt hat, was? Das ist ein dritter Fehltritt. Imogen und ich sind uns also einig, dass es Zeit wird, ihn zu kündigen. Ich überlasse dir die Ehre. Ich wollte mich persönlich für das Verhalten meines Bruders beim Essen neulich entschuldigen. Ich glaube, er trägt Mrs. Imada die ganze Sache noch immer nach. Er freut sich immer, dich zu sehen. Darf ich dich töten, Security-Mini-Roboter? Ich will auch nicht jeden Safe hier knacken. Wo ich raus soll. Mal ins Chefsbüro, mein Gott, in das Büro der Chefin.
da. Was ist dämlich? Warum sind wir nicht sofort hier lang gegangen? Das ist wieder... Ja, jetzt kommst du nicht irgendwo in Neon City raus und das ist halt der super kurzer Weg. Also warum konnte man den nicht von Anfang an benutzen? Sondern musste erst durch ein ganz anderes Lüftungssystem dahin. Sogar einen Fahrstuhl. Oh, weil man den Schalter wahrscheinlich von außen öffnen konnte. Das ist ein unerlaubtes Gebiet. Was? Kann überhaupt nicht sein. Das ist ganz normale Umgebung. Ist irgendeine random Bürgerin auch darauf zugelaufen. So, kann ich sie jetzt auch betäuben? Schöne Bude. Bist du sowas wie ein Livestreamer? Ja, Hauptsache eine Hantel, damit du den Mädels sagen kannst, dass du in Wahrheit Sportler bist und nicht Gamer. Du hast es echt geschafft. Der Ryujin-Wachdienst lässt nach. An Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht, oder? Aber ich habe dein Werk im Trade Tower gesehen. Also glaube ich dir sogar. Und jetzt nehme ich bitte das Programm zurück und sehe mir die Daten an. Du liest dir die Matrix kodiert an. Nee, du schaust dir die Matrix kodiert an. Das Programm, das ich dir für Olaros Computer gegeben habe, öffnet mir quasi die Hintertür. Ich sehe einfach alles. Also sehen wir es uns an. Olaro hat eine beeindruckende Verschlüsselung, aber ich kann sie natürlich knacken. Umgehe Schutzmaßnahmen, starte Entschlüsselung... Dürfte nicht lange dauern. Scheiße, bin ich gut. Ging schneller als gedacht. Ich speichere für Dalton einige Dateien. Darunter den Zugangsverlauf und alles, was mit dem Dominion-Projekt zu tun hat. Ich baue noch eine neue Entschlüsselung ein, damit nur er sich das ansehen kann.
Und fertig, das war's. Ich habe die neu verschlüsselte Slate. Sieht aus, als hätte Ryujin eine spaßige Zeit vor sich. Streng genommen soll ich nicht nachsehen, aber wenn meine Software läuft, sehe ich quasi zwangsläufig, was los ist. Du hast deinen Teil eingehalten. Sagen wir einfach, die Slate zeichnet kein sonderlich gutes Bild von Imogen Salso. Aber denk daran, du arbeitest mit Leuten, die sehr gut darin sind, Informationen zu fingieren und zu fälschen. Wieso bist du dir so sicher, dass deine Informationen korrekt sind? Weil ich mich in meinem Geschäft auskenne. Aber Beweise allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Den Rest müsst ihr, du und Dalton, zusammensetzen. Sei dir nicht so sicher. Imogen ist praktisch in der Firmenunterwelt groß geworden. Ich würde davon ausgehen, dass sie nichts unbeabsichtigt tut. Hier ist die Slate. War wie immer schön, Geschäfte mit Ryujin zu machen. Moment, das geht schneller. Es gibt keine Alternative. Ugh, recycelte Luft ist einfach nicht das Wahre. Ich hab da was für dich. Vielleicht hätte ich doch ein paar mehr Sachen hacken sollen. Hey. Yep, bitte sehr. Danke für dieses Toxin. Ich werde es in Ehren halten, weil du es mir geschenkt hast. Na los, die Scanner tun dir schon nichts. Sollte ich mir vielleicht noch was für Essen bestellen? Ach, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich schon sehr viel gegessen. Wo ich mit der zuerst rede? Es gibt keine optionale Rede mit der zuerst. Das wundert mich ein bisschen. Ich darf auch nicht mit dir reden. Super. Du bist also im viel Glück bei deinen zukünftigen Aufträgen. Ja, also will ich alles in der in Anführungsstrichen Sneaky-Mission machen müssen. So ist das jetzt halt. Den Feuerlöscher habe ich nicht zerschossen. Warum bin ich immer noch unerlaubt in diesem Gebiet? Es ist immer noch unfassbar, dass du das kannst. So,
Ist ja unten der Sicherheitstyp. Nun, ich darf dir wohl gratulieren. Es gab zwar ein paar Meldungen, aber nichts, was einen Alarm ausgelöst hätte. Ja, ich habe halt ein paar Leute erschossen. Wir kümmern uns darum, sobald wir aufgeräumt haben. So, was haben wir denn hier? Kaum zu glauben, aber jemand hat von außen auf Ularus Dateien zugegriffen. Ein sehr kompliziertes Tracing. Erstaunlich, dass Nix das alles nachvollziehen konnte. Verdammt. Und da ist die Täterin. Imogen Salzo, Senior Operations Specialist und eine der wenigen, denen ich das zugetraut hätte. Aber welches Motiv sollte sie haben? Das Motiv kann alles sein. Credits, Konflikte, sogar Langeweile. Sie hat die Mittel und den Zugang. Aber es ist selten so einfach. Imogen? Sie wirkt nicht wie der Typ dafür. Aber vielleicht ist das ja Absicht. Wenn ich so denke, beweist das womöglich nur ihre Manipulationskünste. Bevor wir schwerwiegende Entscheidungen treffen, muss ich sie befragen. Ich will, dass du in ihr Büro gehst und sie herbringst. Sie darf nichts unternehmen, bevor ich nicht Gelegenheit hatte, mit ihr zu reden. Gut. Das Schwierigste in der Geschäftswelt ist es vielleicht, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten. Lass mich raten, du suchst Imogen? Natürlich, und sie ist natürlich nicht da. Wie du sicher schon gemerkt hast, ist sie nicht hier. Was sehr schade ist, sie muss nämlich noch einige Dokumente unterschreiben. Sie ist sehr gut darin, Schreibtischarbeit zu vermeiden. Ich kann jetzt nicht verübeln, ein Schreibtischjob fühlt sich wie reine Zeitverschwendung an. Tja, die Schreibtischarbeit hält deinen Credstick voll und die Firma zwei Schritte voraus. Also, warum suchst du Imogen? Hat sie Ärger? Danke, Ike, für das Sabben. Für 6 Monate im Voraus, dankeschön. Ich bin nicht hier, um zu tratschen, sag mir einfach, wo sie ist. Du bist doch diese Spaßbremse. Imogens letzter Aufenthaltsort war Frankie's Grab and Go, was natürlich nur eine Fassade für das Seoka-Syndikat ist. Wenn du sie jagen willst, musst du dir das vom Management genehmigen lassen. Dalton ist wohl am besten. Brauchen wir denn Daltons Erlaubnis, wenn wir mal auf Toilette müssen? Meine Güte, ihr werdet wirklich an der kurzen Leine gehalten. Gut. Würde sicher ein unschönes Drama geben, wenn du über seinen Kopf hinweggehst. Wobei das ein rechter Spaß wäre. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Kleiner Tipp. Wenn du ohne Erlaubnis losziehen und dich zu Imogen schleichen willst, sollte deine Begleitung lieber an der Tür warten. Um nicht aufzufallen, sind zwei einer zu viel. Viel Glück bei der Suche nach Imogen. Ach ja, und falls du sie tatsächlich findest, sag ihr, dass ich dir geholfen habe. Da geht sie auch von dann. Hey,
Verdammt, ich bin falsch. Unglaublich. Der Wahnsinn. Unzugängliche Tür. Hatte ich den Computer nicht schon zigmal gehackt? Zwei, zwei gegenüber, aber da ist nichts. Was ich hörte. Oh, ist das wieder ein scheiß Schloss, ey. Krise. Verdammt, da unten links ist ja auch noch einer. Dann nochmal raus. Und das, obwohl ich wahrscheinlich keine neuen Informationen in dem Rechner kriegen werde. Ausgezeichnete Leistungen, ausstehende Genehmigungen. Das kannten wir alles schon. Persönliche Berichte. Nur mit Emojins Zugangscode. Super. Natürlich nicht super ersetzend. Die läuft wieder geradeaus. Den Bug hatten wir ja auch schon häufiger. Keine Imogen. Hat sie uns wirklich schon durchschaut? Oder sollte sie wissen, dass sie unter Verdacht steht? Gute Frage. Aber mit ihren Fähigkeiten und Verbindungen gibt es zu viele Möglichkeiten, um jetzt zu spekulieren. Wir müssen sie erst einmal finden, bevor wir das Problem angehen. Klar, dass Yuko das weiß. Wenn Imogen zum Syndikat gehört, kann ich dich nicht einfach auf sie ansetzen.
Du musst mit Benjamin Bayo reden. Hm. Wir müssen sicher gehen, dass er von der Situation weiß. Mit etwas Glück hilft er uns sogar, Imogen zu kriegen. Das ist aber nicht der beste Freund von mir. Gut, denn ansonsten nimmt das eine Komplexität an, für die uns die Zeit fehlt. Geh zum Trade Tower, aber sei möglichst diskret. Sag Bayou, dass du im Auftrag von Ryujin kommst. Er will vielleicht Credits oder einen Gefallen. Egal was, gib es ihm. Klingt großartig. Bekommen wir auch ein Handtuch, um uns den Schleim abzuwischen, wenn wir mit dem Ekel fertig sind? Je früher, desto besser. Einem cleveren Kopf wie ihr darf man nicht unnötig viel Spielraum lassen. Bring sie nur bitte lebend her. Wenn sie Widerstand leistet oder fliehen will, müssen wir das wohl als Schuldeingeständnis werten. Und du musst sie leider eliminieren. Eliminieren? Als geschätztes Mitglied unserer Firma verdient sie zumindest die Möglichkeit, sich zu erklären. Imogen mag ja ein geschätzter Agent sein, aber das macht sie auch äußerst gefährlich. Wir kennen jetzt zwar ihren Standort, aber falls sie verschwindet, erhalten wir vielleicht keine zweite Chance. Erzähl mir nicht, dass eine Firma wie Ryujin abtrünnige Agents nicht in der ganzen Galaxie aufspüren kann. Natürlich können wir das, aber die Ausgaben wären hoch. Unsere Chancen, sie zu finden, würden immer weiter sinken. Also ist eine Eliminierung am effizientesten. Unser gemeinsamer Freund hier versteht das hoffentlich auch. Solche Angelegenheiten werden firmenintern. Die Informationen. Ja, alles gut. Die Informationen würden sofort an die Presse durchgestochen. Gib Imogen doch wenigstens die Chance, sich zu verteidigen, bevor du sie einfach so abknallst. Solche Freunde eine Waffe geben, Imogen, oder was? Könnte dieser Firma mit ihrem Wissen gewaltigen, irreparablen Schaden zufügen. Sie kennt die Konsequenzen eines Verrats an Ryujin. Das macht sie gefährlich. Sollte tatsächlich das Schlimmste eintreten, würde ich dich nur bitten, gründlichst nach irgendwelchen Beweismitteln in ihrem Besitz zu suchen. Ich hoffe, dein Urteilsvermögen wird nicht getrübt, weil ihr euch kennt. So, jetzt machen wir erstmal Folgenbreak, weil ich muss mich mal kurz ein bisschen bewegen und ich glaube, ich bestelle mir doch noch was zu essen. Zu Hause habe ich nämlich nicht viel da. Ganz schlimm wieder. Aber jetzt, wo ich hier irgendwie einen Liter getrunken habe, merke ich dann doch, dass ich vielleicht doch hungrig bin. Und nicht nur durstig.